Anas ibn Malik, seine Kunya ist Abu Hamza. Abu Hamza mit einem scharfen Haar oder mit einem leichten Haar? Scharfe Haar. Also Hamza. Was bedeutet dieser Name? Diese Kunya, die Kunya nennt man, glaube ich, in der deutschen Sprache Beinamen oder Kosenamen, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn so genannt. Warum hat er ihn so bezeichnet? Was bedeutet Hamza eigentlich? Al-Hamaza oder Al-Hamz. Al-Hamaza bedeutet, wenn etwas einen bitteren Geschmack hat. Etwas, wenn etwas bitter ist. Warum hat er ihn so genannt? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn als Kind getroffen. Anas ibn Malik war 10 Jahre alt. 10 Jahre alt, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach Medina gekommen ist. Er hat ihn so genannt, weil er hatte eine Leidenschaft gehabt, ein bestimmtes bitteres Kraut zu sammeln als Kind. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm dann diesen Namen gegeben. Also er war 10 Jahre alt, als er nach Medina gekommen ist. Und seine Mutter, Ummu Sulaym, hatte ihn zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gebracht. Und sie sagte zu ihm, nimm ihn zu dir, er soll dir dienstbar sein. Also weise ihm Aufgaben zu und benutze ihn für diverse Tätigkeiten. Und daraufhin sagte sie zu ihm auch, also sie bat den Propheten sallallahu alaihi wasallam darum, für ihn ein spezielles Bittgebet auszusprechen. Und daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allahumma akthir malahu wa walada. وبارك فيه أكثر ماله وولده mehre ihm an Vermögen und Nachkommen, also Vermögen und Nachkommen, und segne ihn. Anas ibn Malik berichtet über sich selbst, dass er über 100 Kinder hatte. Also über 100 Kinder, und er hat auch fast circa 100 Jahre gelebt. 100 Jahre und zählte zu den wohlhabendsten Gefährten unter den Sahaba. Er ist im Jahr 90 nach der Hijra gestorben. Und er hatte anfangs in Medina gelebt, wie wir eben gesehen haben. In Medina gelebt, und irgendwann ist er nach Basra ausgezogen und dort verstorben. Und er ist der letzte der Sahaba, der in Basra gestorben ist. Aber nicht der letzte insgemein oder im Allgemeinen von den Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der verstarb. Der letzte im Allgemeinen, jetzt unabhängig von dem Ort, ist Abu Amir al-Tufail. Er ist im Jahr 100 nach Hijra gestorben, war tatsächlich der letzte lebende Gefährte des Propheten sallallahu alaihi wasallam.